Hallo zusammen, hier kurze Meldung von mir. Es geht um Einwintern. Das ist ja ein Volk, wo ich auf Standard 10 Wabe habe. Ich habe jetzt gerade eben die Futtertasche, die doppelte Futtertasche ausgeholt. Da sind ja die zwei Thermoschiede da an der Stelle von der Futtertasche reingekommen. Wir haben ja hier jetzt gerade 2, 4, 6, 8 Waben und dann, das ist ja so, dass die äußeren Waben noch relativ voll mit Futter sind. Sieht man, deswegen werden die Bienen eigentlich das Futter von außen erstmal innen reintragen. Da wird ja Wintertraube hier sozusagen dann entsprechend organisiert. Obendrauf habe ich Halbsarge, da ist ja auch, da sind ja auch etwa 5-6 Kilo Futter drin. Ja, mit einer Hand. Mit einer Hand zu filmen und andere zu rund zum Handieren ist halt so, aber ja, mein Anspruch ist nicht, da irgendwelche Filme zu drehen, die technisch einwandfrei sind. Mir geht es eher darum zu zeigen, was ich das so mache. Da haben wir ja jetzt ein bisschen Wind auch noch heute. Also im Prinzip sind da unten relativ volle Waben drin. Das sind ja mit Sicherheit irgendwo um 8, 9 Kilo Futter, vielleicht 7, 8. Und da haben wir oben restliche 2, 4, 6 Waben. Die äußeren sind relativ leer. Da hätten wir da auch 4, 5 Kilo. Das Volk sitzt jetzt bei mir so lange, bis die Brut ausläuft. Und in dem Moment, wo die Brut ausläuft, das ist ja irgendwo, bevor man dann entsprechend Oxalsäurebeträufelung macht, wird diese Halbsarge dann auf den Boden gehen. Brutraum geht ja dann hoch, beziehungsweise Brutsarge. Das hat ja für mich den Vorteil, dass das Volk dann entsprechend Winter über, wir haben ja immer schöne Tage. Auch im Winter, Weihnachten rum, hat man ja meistens auch Tage mit 10, 15 Grad. Dazwischen auch warme Tage hat man ja. Dann in dem System, wie das so bei mir ist, sitzt diese Brutnest die ganze Zeit oben. Die Bienen ziehen sich das Futter immer, wenn das Wetter zulässt, ums Brutnest rum. Das heißt, die werden jetzt erstmal die äußere zwei Wabe, beziehungsweise das Futter, was da ist, ja in nächste ein paar Tage reinziehen. Und das Futter kommt dann nachher zum Einsatz, so dass das ja nachher oben sozusagen, wenn ich Oxalsäurebeträufelung mache, dann kann man ja sehen, dass die Bienen schön oben sitzen, das Brutnest oben ist. Und das ist jetzt auch Antwort an die, die gefragt haben, ob ich da Feuchtigkeit in der Beute drin habe. Habe ich nicht aus dem Grund, obwohl alles relativ zu ist. Ich habe ja vorgestellt, wie dieses Bodenbrett ausschaut. Es ist alles zu. Von oben kommt jetzt auch diese Folie, die man ja auch unten hat. Die habe ich auch schon mal vorgestellt. Direkt da drauf kommt Styropor, 20 mm. Dann haben wir im Prinzip Deckel, das ist bei mir so Universaldeckel. Im Prinzip, man sieht, dass man das ja so oder so drehen kann. Wenn man das jetzt praktisch so dreht, dann kann aus dem Deckel aus oben gefüttert werden. Da kann ja Ameisensäurebehandlung gemacht werden und so weiter und so fort. Und wenn man das Winter über praktisch die Ausführung, was man ja braucht für Winter, da kommt praktisch Styropor unten. Da sieht man jetzt im Prinzip oben nochmal Platz. Da kommt ja praktisch nochmal zweite Styropor oben drauf. Es sind zwei Lager drin und dann oben drüber kommt mein Deckel drauf. Und dann hat man das Volk zusammen. Das ist eine Belegstelle begattete Königin, die von Belegstelle Taubenshuhl stammt. Ich habe da nochmal eine
Da bin ich nachher gespannt, wie die dementsprechend sich zeigen. Ich kann die nachher gut bewerten, weil ich habe da schon gezeigt, dass ich diese App habe, wo man praktisch das Ganze, was mit Benny geschieht, aufnimmt und dann kann ja gut vergleichen. Also im Prinzip dadurch, dass das ja so gut isoliert ist oben und dass das Volk praktisch oben sitzt und unten Abstand zum Boden hat, überhaupt sage und oben auch trotzdem Boden zu ist, habe ich keine Probleme mit Feuchtigkeit. Das Volk hat die Wärme oben. Und dann, ich würde mal auch nochmal Aufnahmen mal machen, wie das ja so ist, winterüber, aber für mich ist das Volk entsprechend eingewintert. Das geht ja um diese dezentrale Luftaustausch. Man sieht jetzt hier, dass das hier ein altes Boden ist, wo jetzt praktisch noch diese Lüftungsgitter anzubringen ist. Ich bin nicht überall dazugekommen, aber das werde ich jetzt noch zu Ende machen und dann ist das kein Problem mehr. Also so viel von mir, schöne Grüße.